Das Next Tool in großer Version als Flagship Pro, sozusagen Next Generation, habe ich ja vorgestellt, aber es gibt auch ein Klein als Mini. Wenn du wissen willst, ob das Kleine auch so toll ist wie das Große und ob das etwas ist, das du ja als Everyday Carry immer mit dabei haben solltest, wenn dich das irgendwie interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Osman, schön, dass du dabei bist. Next Tool Flagship Pro Mini. Ja, da ist es nun, dieses wunderschöne kleine Teil. Ist im Endeffekt wie das große, nur klein. Ja, das ist super. Fangen wir beim Großen an. Oben beim i-Klicken, wenn dich das interessiert, das habe ich schon einmal vorgestellt. Der große Vorteil bei diesem Teil hier ist, dass du eine vollwertige, richtig coole Schere mit dabei hast. Und früher habe ich ja geglaubt, ich brauche keine Schere. Aber seit ich dieses Tool hier habe, ich habe sie in mehrfacher Ausführung, beim Wurzelschneiden, beim Survival Training, da suchen wir zum Beispiel an den Wegrändern oder an den Übergangszonen nach wilder Karotte zum Beispiel. Und dann schneide ich die Karotte mit diesem Messer hier, mit dieser Schere. Ja, es schneidet wirklich wie ein Messer. Also das ist eine sehr, sehr coole Sache. Daher, das kann ich hundertprozentig empfehlen. Übrigens, billige Eigenwerbung, natürlich auch mit einer K4, also von einer Reini Rossmann. Gürtelscheide, auch das gibt es produziert bei mir in der Werkstatt, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt gibt es dieses kleine Ding hier. Und auch das kleine Ding hat eine Schere und wir werden das dann nachher testen, aber es gibt ein kleines Problem. Ich möchte mit dem Negativen anfangen und dann nur mal über positive Dinge sprechen. Okay, ist das okay? So. Die haben sich überlegt, weil das ja für einen Schlüsselanhänger ist, weil es ja so klein ist, dass sie hier so einen ösen Dingsbums an der Stelle angebracht haben. Und wenn du dann aber hier aufklappst, dann kann es dir passieren, dass diese... Ja, das ist dieser Schlüsselring, ich nenne das jetzt mal so, der in das ganze System reinkommt und dann wieder kaputt. Dann magst du ihn kaputt. Also das finde ich ist ein Schaß. Das wäre doch cooler gewesen, wenn sie diese... Jetzt sudert er wieder und redet wieder gescheit, gell? Aber es wäre gescheiter gewesen, wenn sie das hier angebracht hätten. Aber dann wäre es wiederum... Ich verstehe, was ihr Problem ist, weil dann ist es dann da wiederum in der Zange drin. Hier hätten sie es anmachen können, dann würde es mit dem nicht zusammengehen, aber dass da das so klein ist. Ich verstehe, dass sie diese Sache so gewählt haben, aber es ist trotzdem ein Schaß. Gut, das waren jetzt die negativen Sachen. Lass uns was Positives machen damit, oder? Ich habe das Ringerl jetzt runtergenommen und nehme es mit nach Hause. Ich weiß, sudern ist immer einfacher, ne? Wenn man als Kritiker da draußen steht und einfach irgendwas erzählt. Es ist einfacher, als es selbst zu tun. Ich weiß das, weil wir eigene Messer produzieren und Scheiben produzieren. Auch da kommt man dann mit der Zeit drauf, dass irgendwas nicht perfekt ist. Da ist es alles gut, es ist wirklich gut. So, jetzt die Schere, die interessiert mich nämlich, aber die schauen wir uns am Schluss an. Die Zange, ja? Eine kleine liebe Zange. Hat auch diesen Mechanismus, dass es automatisch wieder aufgeht. Das kann man mögen oder auch nicht, wenn die das am Wecker geht, ist das Tool überhaupt nichts für dich. Aber wenn du sagst, oh ja, genau das brauche ich. Dann schauen wir gleich einmal zur Schere. Und zwar die Schere, schneidet die auch Holz? Ah, tut aber weh. Das kann ich da eins sagen. Das tut hier an der Stelle ein bisschen weh, aber das ist halt einfach so. Übrigens, wir haben das selbst nicht im Shop. Ich habe das auf Amazon gekauft, also billige Eigenwerbung. Wenn dich das interessiert, gebe ich da unten den Link auf Amazon. Dort habe ich das geholt. Also, die Schere, die kann schon was. Also dafür, dass das ein China-Ding ist, natürlich ein China-Ding, schon nicht schlecht. Also kann einfach nicht mit dem Großen. Das muss man einfach einmal so festhalten. Ja? Das Große ist halt das Große. Da ist halt aber auch, ich meine, eine gescheite Schere mit dabei. Wie gesagt, ich verwende das wirklich zum Wurzeln schneiden. Also das geht da jetzt durch wie Butter natürlich. Ja, das ist eh ganz klar. Einfach der Vergleich hinkt natürlich, aber ich wollte es einfach mal gemacht haben. Dann ist ein kleines Messer mit dabei, auch das sehr, sehr scharf und auch sehr, sehr brauchbar. Also wie gesagt, ich bin vom Ergebnis positiv überrascht, da kann man mal überhaupt nichts sudern. Dass das natürlich auf Dauer beim Arbeiten nichts ist und da die Hand einfach verrenkt, das ist klar. Aber das soll ja auch nur so ein Kleinzeug sein, ne? Das man halt einfach brauchen könnte, möglicherweise in einer Everyday Carry, also in einer Everyday Survival Situation. Nein, aber ernsthaft, also die Klinge ist dafür, auch für den Preis, ich meine, schau dir das an, das ist durchaus in Ordnung, lässt sich auch, ja, also lässt sich wirklich gut gebrauchen. Das ist cool. Ja, dann ist da so ein Dosenöffteil drauf, dann ist da so ein Schlitz mit dabei, wo ich nicht ganz genau weiß, wofür man den brauchen kann. Vielleicht hast du eine Idee, dann bitte lass mich das sehr gerne wissen. Dann hast du hier eine kleine Feile, also ja, ist eh okay. Und ein Schlitzschraubenzieher ist halt dabei. Ich glaube, dass das eher für Fingernägel Sachen machen ist, aber das ist jetzt wiederum cool. Da hast du einen Philips-Schraubendreher drauf, also auch das.
Ja, also so ein bisschen multifunktional ist auch dabei. Ich meine, klar, das ist natürlich ein kleines Teil. Da kann man jetzt nicht sagen, ich erwarte mir da, wie bei einem Leatherman Search, auch vom Preis her, ja, ist das einfach ganz eine andere Welt. Und ich habe jetzt doch keine Erfahrungen und muss mir da erst wirklich das im Alltag ausprobieren. Es ist halt so, die Zange, ich habe das jetzt ein bisschen getestet, die ist halt relativ dünn. Ja? Das heißt, wenn du glaubst, dass du den Demolition Man spielen kannst, das wird sich nicht ausgehen, denn allein hier jetzt, ja, ich hoffe, die Kamera schaltet scharf, ja, allein hier bewegt sich das Ding natürlich deutlich auseinander, aber es ist für einen Schlüsselbund gedacht, so zum einfach mit dabei haben. Und obwohl ich da jetzt nicht sehr freundlich war, also einerseits einmal gerader Druck, reißt zwar die Hand aus, ja, also da tut sich überhaupt nichts, ja, da tut sich überhaupt nichts, dass hier irgendwas brechen wird, auch wenn ich da, na, schau, mein armes Hähnchen da, au, au, au. Nein, also da tut sich einmal nichts, das ist sehr, sehr, sehr positiv und lässt sich trotzdem schließen, dass das nicht vergleichbar ist mit einem Victorinox-Tool oder einem, also einem Swiss-Tool oder einem Leatherman, das ist ganz klar. Aber diese Bewegung ist natürlich für so eine Zange tödlich. Das muss bewusst sein. Gut, naja gut, ich werde es in den Langzeittest nehmen. Aber mein erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Das mit der Feile, über das habe ich noch einmal nachgedacht. Vielleicht ist es für die Maniküre und Pediküre gedacht. Ja. So richtig Fleisch hat das nicht. Ja. Das muss ich dazu sagen. Also das ist das Einzige, wo ich sage, okay, nur was würde man sonst einbauen? Ne? Wir haben Flaschenöffner, Dosenöffner, wir haben einen Schlitz. Und an Kreuz, also was tut man da dann wirklich rein? Also schwer zu sagen, daher ist gar überhaupt keine Kritik. Vielleicht noch eine zweite, vielleicht eine serrated Klinge, also ein Wellenschliff, ich weiß nicht. Aber sehr, sehr positiv möchte ich noch einmal herausstreichen, einerseits einmal die Klinge, also das hat mich massiv überrascht. Ich meine, schau dir das an, es ist wirklich, also das ist hui. Das taugt mir total. Also, weil das braucht man einfach. Ist wirklich sehr, sehr scharf. Hat mich positiv überrascht. Und noch einmal, und das ist, wie man so im Vertriebs- und Marketing-Sprech sagt, der USB, the Unique Selling Proposition. Also das ist das, was das Teil ausmacht, sozusagen. Also die Schere, muss ich da echt sagen, obwohl sie zwar ein kleiner Scheißer-Schere ist, die fetzt wirklich. Das heißt, wenn du eine Schere brauchst und wenn du auf so ein kleines Teil stehst, dann ist das vielleicht eine gute Möglichkeit. So, jetzt zum Punkt. Ich werde das in den Langzeittest nehmen und dann oben beim i-klicken und unterhalb vom Video auf dem Messerkanal, den ich habe, dort dann, ja, weiß ich nicht, in einem halben, dreiviertel Jahr mal sagen, was das im Alltag so mit sich gebracht hat. Wenn du den Messerkanal noch nicht kennst, dann hol dir den und schau da mal rein und hol auch da ab. Oder gibt es andauernd Messer-Reviews, die ich hier am großen Kanal einfach nicht machen kann, weil sonst ist das hier am Messerkanal und sonst nichts mehr. So, das war's jetzt. Wenn du dieses Next Tool Mini kennst und deine Erfahrungen mit uns teilen willst, bitte gerne einen Kommentar, Daumen nach oben. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, vielleicht magst du dir eines der reine Rosmo-Messer checken oder eine Universalhalterung oder sonst irgendwas, gebe ich da auch unten den Link, weil ich immer gern billige Eigenwerbung mache. Jetzt bist du dran. Dankeschön fürs Dabeisein, dein reine Rossmann und ciao, ciao.